So, wie sieht der Bildschirm aus? Wir haben hier links, und das ist halt der Unterschied zu anderen Musikprogrammen. Wir haben hier ein Notenblatt vor uns, ja. Eine Zeile, da werden wir noch weitere Zeilen dann anfügen. Und dann haben wir ein Notenblatt. Das heißt, es ist schon sinnvoll, dass man Notenschrift kann. Und man gibt also hier die verschiedenen Noten ein, ganze Noten, halbe Noten, Viertelnoten, Achtel, Sechzehntel Noten, die entsprechenden Pausen dazu, dann hier Verlängerungen der Note und Vorzeichen, die die Noten dann halt ein bisschen im Ton verändern. Ja, das die Raute, das B und die Aufhebung. So, dann haben wir rechts Instrumente. Wir können also hier zum Beispiel Griffbild aufrufen oder Gitarre oder Klavier. Ich habe immer das Klavier an, weil ich halt mit dem Klavier spiele. Aber wer Gitarre gelernt hat, wird sicherlich dieses bevorzugen. Hier unten sieht man dann die einzelnen Instrumente, die nachher gespielt werden. Da kann man im Mischpult die Lautstärke verstellen. Zum Beispiel hier für das Klavier, für ein Waldhorn, für eine Flöte, für Violinen und Trommeln und so weiter und so weiter. Hier unten ist dann der Taktgeber noch des Metronomen.